Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier wieder um Sortieralgorithmen und ich habe hier heute die Webseite von Martin Jacobs hier auf dem Bildschirm und Martin Jacobs hat hier einige Unterlagen zum Download angeboten und auch ein sehr interessantes Programm hier im Bereich Sortieralgorithmen. Es handelt sich hier um ein Programm, die sogenannte Waage, und diese Waage, mit diesem Programm der Waage kann man sehr schön die Funktionsweise von Sortieralgorithmen darstellen. Denn wie beim Computer ist es ja so, dass der Computer ja nicht die einzelnen Zahlen schon hier kennt. Man sieht hier auch graue Darstellungen, das heißt, der Computer weiß ja nicht, bevor er zum Sortieren anfängt, was dann schon die kleinste oder was die größte Zahl ist. Und mit diesem Wagenmodell kann man das, mit diesem Wagenprogramm kann man das sehr gut darstellen. Dieses Wagenmodell ist letztlich ein Java-Programm. Java kann man ja, die Laufzeitumgebung kann man sich kostenlos runterladen. Und wenn man hier diese Waage dann auf seinem Rechner installieren möchte, kann man sie herunterladen, Waage als Programm. Da bekommt man eine ZIP-Datei und diese ZIP-Datei, wenn man sie heruntergeladen hat, kann man natürlich dann extrahieren. Da kommt ein Ordner Waage und hier ist diese Datei. Mit einem Doppelklick kann man sie dann starten. Und ich mache das jetzt einmal, oder ich habe es schon gemacht. Und habe hier auf der linken Seite hier einmal nochmal zusammengefasst, was das sogenannte Bubble-Sort-Verfahren ist. Und dieses Bubble-Sort-Verfahren ist ja ein bekannterer Sortieralgorithmus und den möchte ich jetzt mit Hilfe der Waage eben dann darstellen. Beim Bubble-Sort-Verfahren geht es eben darum, ich habe hier unten noch Zahlen, 0, 1, 4, 5, 9 zum Beispiel, und diese Zahlen sollte man dann sortieren. Hier habe ich sie schon einmal sortiert. Hier werden sie also dann endgültig fertig und hier kennen wir ja die Zahlen noch nicht. Da geht es darum, dass man immer die ersten beiden Zahlen, die ersten beiden Größen miteinander vergleicht. Und dann bekommt man dann praktisch die größte Zahl, dann vergleicht man die nächsten zwei und so weiter. Und die größte Zahl wandert dann immer weiter nach rechts. Schauen wir uns das hier mal an. Nehmen wir hier das erste Gewicht, das zweite Gewicht. Und hier ist es dann so, dass sich das schwere Gewicht nach unten sinkt. Das heißt, die schwere Zahl, das schwere Gewicht in diesem Fall hier, setze ich hier nach rechts. Dann geht es Bubble-Sort-Verfahren so weit. Ich vergleiche diese beiden hier. Lege hier das gelbe Gewicht drauf und sehe dann, dass hier das gelbe schwerer ist. Das rote setze ich jetzt hierher. Das gelbe gebe ich jetzt wieder hierher. Gebe es wieder herauf, um weiter vergleichen zu können. Sehe dann hier, dass das gelbe schwerer ist. Das heißt, das gelbe ist dann folglich das schwerste in dieser Reihe. Ich mache jetzt weiter. Diesen Bereich muss, diese gelbe Gewicht muss ich mir jetzt ja nicht mehr anschauen, weil ich ja schon weiß, dass das schwerste ist. Vergleiche nochmal die ersten beiden. Setze es hier jetzt herauf, sehe dann, dass das rote das schwerste ist, weil das Gewicht am weitesten heruntergedrückt wird. Und vergleiche jetzt das rote und das blaue. Setze es jetzt hier herauf, hier das blaue. Sehe, dass das rote schwerer ist als das blaue und setze es hierher. Das gelbe Gewicht mit dem roten muss ich nicht mehr vergleichen, weil ich aus dem ersten Durchgang weiß, dass es das schwerste ist. Mache ich den nächsten Durchgang, fange wieder hier vorne an. Das grüne und das blaue Gewicht. Sehe hier, dass das blaue Gewicht schwerer ist. Setze es jetzt hier ab. Das grüne hierher. Muss jetzt hier an und für sich keinen weiteren Vergleich durchführen, weil ich ja im vorhergehenden Durchgang schon die gelben und das rote und das blaue Gewicht jetzt eben auch verglichen habe. Ich schaue jetzt, ob ich das richtig sortiert habe. Klicke auf Feld sortiert. Und tatsächlich, das Feld ist fertig sortiert. Und somit kann man mit dieser Waage sehr schön einen Sortieralgorithmus dann sehr gut und sehr einfach darstellen.